Pünktlich zur Adventszeit sind sie wieder da, die Bettelbriefe in unseren Briefkästen. Was tun Sie damit? Spenden Sie? Falls ja, sind Sie der Meinung, Sie spenden genug? Oder halten Sie die Spenderei für einen Ablasshandel und engagieren sich lieber politisch oder auch einfach im Quartier? Tatsache ist, Menschen verhungern, haben keinen Zugang zu Trinkwasser und Medikamenten, sterben auf der Flucht. Doch was geht Sie und mich dieses Elend an? Kein leichtes Thema heute an unserem philosophischen Stammtisch, zu dem ich Sie ganz herzlich begrüße, wie auch unsere Stammgäste. Sind dies Catherine Newmark aus Berlin, Konrad Paul Liesmann aus Wien und diesmal mit von der Partie Stefan Riedener vom Ethikzentrum der Universität Zürich. Er ist auch Philosoph und beschäftigt sich sowohl privat, persönlich als auch beruflich mit der Frage, wie sich die Welt verbessern lässt. Ganz herzlich willkommen zum Stammtisch, diesmal sogar mit Kaffee und Saft. Ich freue mich auf die Diskussion. Ja, mit den Weltverbesserern setzt sich im Moment auch eine Serie von SRF Doc auseinander, die am letzten Freitag gestartet ist. Schauen wir kurz rein. Als Fotograf kommt Manuel Bauer dem Dalai Lama, dem geistigen Oberhaupt Tibets, so nah wie kaum einer. Seit Jahren unterstützt er Exil-Tibeter in Indien und Nepal. Ein Dorf wird zu seiner größten Herausforderung. Samsung, das wegen der Klimaerwärmung bedroht ist. Er will es retten. Das ganze Dorf soll umziehen. Das ist der Sinn vom Leben. Gut zu tun, oder? Das ist ganz einfach. Vanja Crnojevic flüchtete als Kind vor dem Bosnienkrieg in die Schweiz. Jetzt hilft sie Flüchtlingen aus Syrien, Irak und Afghanistan. Wo sich andere abwenden, ist sie da für Menschen, die alles verloren haben. Hi. Ich empfange da so viel Liebe von Ihnen, so viel Dankbarkeit, das habe ich noch nie in meinem Leben gekriegt. Und es lohnt sich, für die Menschen zu kämpfen. Melanie Holzgang ist Ärztin. In Äthiopien setzt sie sich für Patienten ein, die einen Unfall erlitten haben. Hier, wo auf 1 Million Menschen ein Chirurg kommt, muss sie schwerwiegende Entscheidungen treffen. Das bringt einem seine Grenzen. Und ich suche natürlich auch die Grenzenfarbe in meinem Leben. Das ist schon so. Stefan Riedener, Sie sind Philosoph, bestens ausgebildet mit einem Doktortitel aus dem renommierten Oxford. Haben Sie angesichts der Flüchtlingskrise je darüber nachgedacht, den Elfenbeinturm einzutauschen gegen ein Flüchtlingscamp? Ein guter Freund von mir hat das gemacht, der mit mir in Oxford studiert hat, ist tatsächlich gegangen nach Calais vor einem guten Jahr. Und spätestens da habe ich mir auch überlegt, tatsächlich, ob ich das machen sollte. Ich habe es nicht getan. Das war zum Teil sicher aus Bequemlichkeit, weil es doch erheblich was kostet, das zu tun. Er hat mir allerdings auch erzählt, dass es gar nicht so leicht war, da etwas zu tun. Also man ist da angekommen als freiwilliger Helfer. Es gab sehr viele Helfer. Er hat am Ende es schwer gefunden, dort in diesem Camp überhaupt was zu bewirken. Hat mit Leuten geredet, dann am Ende gekocht in einer Küche. Aber schon etwas, womit Sie persönlich ringen und denken? Ich ringe damit auf jeden Fall. Ich glaube allerdings, es gibt für mich vielleicht effektivere Weisen, auch mich einzusetzen. Und ich will mich auch bemühen, in meinem Engagement vielleicht so effektiv wie möglich zu sein, grundsätzlich. Und also auch, wenn ich ganz selbstlos gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich in ein Flüchtlingscamp gehen würde. Ja. Frau Newmark, Weltverbesserin, ist das eine Rolle für Sie? Haben Sie sich das mal überlegt? Als Teenager bestimmt. Und ich meine, natürlich hat jeder junge Mensch, oder zumindest, ich glaube, sehr viele haben das Gefühl, sie müssten etwas ändern, etwas verbessern. Und man hat dann all diese Träume und was man machen kann, also an freiwilliger Hilfe und auch an politischer Weltrevolution, selbstverständlich. Und ich muss gestehen, ich habe den Eindruck, dass das mit den Jahren nicht abgenommen hat, sozusagen die Idee, dass die Welt unperfekt ist und verbessert werden muss, aber sozusagen die Vorstellung der Möglichkeit davon. Also das ist dann sozusagen von dem ich mache eine Revolution der Teenagerjahre rüber gewechselt in ich spende Hilfswerken. Also in so eine relativ distanzierte Form, also nicht mehr in eine so persönlich-körperlich engagierte Form, was ich in gewisser Weise, glaube ich, einfach sozusagen mit dem Lauf des Lebens zu tun hat und mit den sehr vielen anderen Sachen, die man zu tun hat. Also Sie schieben es jetzt ein bisschen auf sein Alter. Sie sagen sozusagen, ja, Herr Riedener muss noch ein bisschen älter werden. Und nein, dann das war jetzt nicht eine Unterstellung an ihn, aber ich beobachte bei mir so eine zunehmende Distanzierung, also nicht zum Problem, aber zu der Vorstellung, dass ich physisch persönlich etwas machen könnte. Aber vielleicht, und ich glaube, da wäre ich wahrscheinlich mit Herrn Riedener d'accord,
es gibt es auch bessere Arten, als sich als Teenager ins Getümmel zu stürzen, also effektivere, wirkungsvollere Weisen zu helfen. Herr Liesmann, wäre es was für Sie? Also ich muss mich dem, was Frau Newmark gesagt hat, ein bisschen anschließen. Als ich jung war, stand ja in meinem Horizont, Denkhorizont, die Weltrevolution an der Tagesordnung. Jene Weltrevolution, die ein für alle Mal Schluss machen sollte mit Ausbeutung, mit Armut, mit Elend, mit Diskriminierung, die die Menschen emanzipieren sollte, sie befreien sollte, weltweit, deshalb Weltrevolution. Wir haben ja solche Weltrevolutionen auch erlebt und aus einer gewissen historischen Erfahrung und Distanz ist man einfach ernüchtert. Deshalb ist für mich Weltverbesserung kein Programm mehr. Ich würde es anders formulieren. Es geht vielleicht darum, die Welt ein klein wenig erträglicher zu machen. Das würde mir schon genügen. Sie spenden ja 10% Ihres Einkommens. Sie haben sich dazu verpflichtet, via eine Art Versprechen, das Sie abgegeben haben im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bei Giving What We Can. Das ist eine Organisation, bei der man eben entsprechend auch herausfinden kann, wie man spenden soll, aber zu dem eben auch gehört, 10% bis ans Lebensende abzugeben. Wann haben Sie diesen Entschluss gefasst? Diesen Entschluss habe ich Ende 2011, Anfang 2012 gefasst, als ich eben in Oxford war für mein Studium. Ich habe da diese Bewegung kennengelernt, die auch diese Organisation gegründet hat, Giving What We Can. Ich hatte mich vorher lange philosophisch mit der Frage auseinandergesetzt, welche Pflichten haben wir angesichts der globalen Armut oder anderer Probleme auf der Welt, und fand das eine extrem schwierige Frage, bin irgendwie auch nicht richtig vorangekommen. Ausschlaggebend war dann, diese Gemeinschaft von Leuten zu sehen, die das einfach machen. Also eine große Gruppe von Menschen, die 10% mindestens ihres Einkommens spenden, dadurch sehr viel bewirken können und eigentlich es sich wenig kosten lassen im Alltag. Die leben alle sehr, sehr glücklich. Und das hat eigentlich dann den Ausschlag gegeben für mich. Wie findet das Ihre Frau? Die findet das wunderbar. Die ist auch Mitglied bei Giving What You Can und unterstützt das. Okay. Ja. Wäre das was für Sie? 10% ist ziemlich viel. Interessanterweise ja eigentlich eine Summe, die in vielen religiösen Schriften auch festgesetzt ist. Der Zehnte sozusagen kennt man im Judentum, im Christentum, auch im Islam. Kennt man entsprechende Anteile, die zu spenden sind? Naja, ich komme aus Österreich und in diesem Land hat dankenswerterweise der Staat es übernommen, mir dieses Geld gleich abzunehmen. 10%? Das heißt, 50%. Ja gut, aber das heißt, sind Steuern. Das sind Steuern, nicht. Natürlich, aber ein Großteil dieser Steuern oder ein Teil dieser Steuern wird natürlich auch für Hilfsprojekte im In- und im Ausland, für Entwicklungshilfe verwendet. Das ist nicht nur für Infrastruktur, nicht nur für Gesundheitswesen, nicht nur für den Sozialstaat, der ja auch Hilfe für die Armen ist, für die Flüchtlinge etc., sondern das ist ja ziemlich umfassende Besteuerung, würde ich mal sagen, weshalb ich... Man muss sich das schon überlegen. Natürlich hat Steuer ja prinzipiell, der Zehnt ist ja sozusagen die Vorform von Steuer gewesen, ja, hat Steuer natürlich prinzipiell schon diesen Gedanken, etwas beizutragen, indem man jetzt den Bürgern einen bestimmten Prozentsatz abnimmt, etwas beizutragen zur Herstellung von Gerechtigkeitsverhältnissen. Aber das vor ist allem Inland, Element. Oder? Vor allem Inland, aber nicht nur. Also in dem Moment, wo man Entwicklungshilfeprogramme hat, ist es sozusagen in andere Verpflichtungen. Man kann sich immer fragen, völlig zu Recht, ob diese Gelder auch sinnfällig eingesetzt werden. Und da gebe ich sozusagen der Kritik, die von dieser Bewegung des effektiven Altruismus formuliert wird, durchaus recht. Ja, sehr viele Entwicklungsgelder versickern in Korruption oder in andere dunkle Kanäle. Da muss man sehr, sehr drauf achten. Ja. Aber auf der anderen Seite würde ich aus verschiedensten Gründen, so sehr ich das unglaublich sympathisch finde und altruistisch finde, würde ich jetzt philosophisch die Frage stellen, ob es tatsächlich so eine Pflicht zum Spenden gibt, weil Pflicht ist ein ganz starker Begriff. Ja. Wenn ich sage, wer freiwillig das will, ja, weil er eben diese Sympathien hat, weil er dieses Bedürfnis hat, auf diese Art und Weise zu helfen, weil es ihm nicht stört, dass er sozusagen doppelt zahlt, Steuern plus Spenden, soll es tun. Aber einen Pflichtanspruch daraus zu machen, ist nochmal ganz was anderes. Lassen wir den Pflichtaspekt mal noch ganz kurz beiseite. Ich möchte noch mehr wissen, was zu dieser Steuergeschichte zu sagen ist. Reicht das wirklich, einfach die Steuern zu bezahlen?
Also mich würde sagen, es hängt schon von der Höhe der Steuern ab. Ja, aber Moment. Ist schon klar. Lassen wir mal also kurz, eben, ja? Was ich interessant finde, ist schon die Frage, wie viel von diesen Steuern wird wo eingesetzt. Und ich glaube, zum Beispiel für Entwicklungshilfe wird verhältnismäßig wenig eingesetzt. Zum Beispiel in den USA, glaube ich, ist es ungefähr, ist es weniger als 1% des Finanzhaushalts. Also das Ziel war ja mal 0,7%, war im Rahmen der Millennium Development Goals. Mhm. Das hat man in vielen, vielen Staaten verfehlt, auch in der Schweiz im Übrigen. Wir sind nicht bei 0,7%. Genau, ja. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also das beschäftigt mich persönlich, zu sehen, in wie viel Luxus wir hier leben und dann die Tatsache, dass wir 0,7% davon abgeben an die Menschen, die das so nötig hätten, denen wir so viel Gutes tun könnten dadurch. Und das finde ich schon bemerkenswert, abgesehen auch von der Frage, ob wir eine Pflicht haben. Aber das ist, muss man schon bedenken, glaube ich. Jetzt wurde schon mehrere Male die Bewegung des effektiven Altruismus von Ihnen allen erwähnt. Der effektive Altruismus eben eine Bewegung sozusagen, die Gutes besser tun wollen. So heißt dieses Buch auch von William McGaskill, der Philosoph aus Oxford, der eben diese Bewegung mitgegründet hat. Sie haben mit ihm studiert, Sie haben es bereits erwähnt. Echo, die Sendung Echo, das Wirtschaftsmagazin, hat zwei effektive Altruisten begleitet, auf ihrem Weg sozusagen die Welt zu verbessern. Die verdienen ihr Geld unter anderem auch mit dem Ziel, eben die Welt zu verbessern. Schauen wir uns diesen Beitrag an. Jan Röhrk, er hat letztes Jahr 7.700 Franken gespendet. Ein Zehntel seines Einkommens. Der 26-jährige Informatiker an der ETH Zürich findet, er habe ein gutes Leben ohne Geldnöte. Da gelte es, etwas abzugeben. Die 10% für mich sind nicht so ein riesiger Betrag. Besonders, weil ich mehr oder weniger nach dem Studium angefangen habe, merke ich da nicht viel davon. Aber wenn man überlegt, wie viel Hunderte von Leuten von dem geholfen wird, ist das halt schon ziemlich viel. Stefan Huber. Er hat letztes Jahr 35.000 Franken gespendet. Ein Drittel seines Einkommens. Der professionelle Pokerspieler ist 29 und gewinnt am PC und an Turnieren erhebliche Summen. Warum aber neue Bedürfnisse schaffen, nur weil man mehr Geld habe? Ich gehe zwar noch gerne reisen, habe sonst irgendwelche Hobbys, aber gleichzeitig kommt man da nicht irgendwie auf mehr als 30.000, 35.000 im Jahr, die man selber verbraucht. Und der Rest vom Geld, ja, glaube ich nicht, dass ich da mehr Glück aus dem raushole, wenn ich es selber für mich brauche. Und einfach viel lieber ich würde anderen Leuten geben, die mit dem viel mehr durchs Dos rausholen können. Beide bezeichnen sich als effektive Altruisten. Das Ziel der Bewegung? Hohe Summen spenden und sie nach wissenschaftlichen Kriterien vergeben, um möglichst viel zu bewirken, vor allem zur Bekämpfung von Krankheiten und Armut in Entwicklungsländern. Herr Liesmann, bewundernswert? Es ist zumindest anständig, gar keine Frage. Wenn jemand sozusagen diese Vorstellungen hat und danach lebt, Respekt. Ich habe nur einige prinzipielle Anmerkungen oder Zweifel, ob das wirklich so funktioniert. Eine erste Frage ist für mich, ob man wirklich so einfach feststellen kann, was effektive Hilfe ist. Ja, also dieses Problem, was ist wirklich effizient bei Hilfeleistungen, führte dazu, und diese ganze Diskussion des effektiven Altruismus ist ja auch gekennzeichnet davon, dass man natürlich jetzt an unterschiedliche Formen von Leid, von Leiderfahrung, von Krankheit, von Lebenserwartung, von Lebensqualität zuerst mal bemessen muss, quantifizieren muss und dann abwägen muss. Und bei jedem Beispiel könnte man natürlich Gegenbeispiele bringen, die zeigen, also jetzt ist es wirklich effektiver, das Geld hier einzusetzen und nicht dort einzusetzen. Ja, ich komme in diese utilitaristischen Diskussionen, was ist effektiver, ein Menschenleben zu retten, drei Menschenleben zu retten, ein junges oder ein altes, welche Krankheiten sind schwerwiegender, welche sind weniger schwerwiegend, warum ist der Arme vor meiner Haustür nicht so wichtig als fünf kranke Kinder in Afrika. Diese Außenperspektive, die ja immer hier mitschwingt, ist für mich vorerst mal nicht unbedingt wirklich plausibel. Und das Zweite, was mir irgendwie so durch den Kopf geht bei diesen Fragen, das ist auch die Organisationen, ja, die hier dann promotet werden. Ich weiß nicht, ob das wirklich wissenschaftlich ist, Herr Redener, wie gesagt wurde, oder ob das nicht sozusagen eine Form ist,
wie, sagen wir mal, einer Investitionspolitik des Guten. Ja? Wobei ich mal so fragen würde, ob Investitionspolitik auf dieser Ebene überhaupt was Gutes sein kann. Ja, also viele Punkte haben Sie angesprochen. Ich glaube auch wichtige Punkte, zum Beispiel, es ist natürlich in der Tat schwierig, das rauszufinden, welche Organisationen sind jetzt die effektivsten. Und es geht ja auch nicht nur um Spenden. Ich glaube, auch das wäre verkürzt. Der effektive Altruismus interessiert sich auch durchaus für andere Formen des sozialen oder politischen Engagements. Und da wird es noch schwieriger herauszufinden, was am meisten bringt, welche Formen des Engagements jetzt effektiv sind. Aber ich glaube, was so interessant ist an dieser Bewegung, ist, dass sie darauf antwortet mit einem Versuch und sagt, ja, wir müssen halt so gut es geht jetzt versuchen herauszufinden, was das Beste ist. Und natürlich können wir es nicht wissen und können wir nicht zweifelsfrei feststellen. Und wie macht man das? Wie halt versucht man es denn? Und es gibt durchaus Methoden, wie man da angehen kann. Also eine Methode, die oft angewendet wird, ist randomisiert kontrollierte Studien. Das ist eine sehr, sehr gängige Prozedur bereits in der Medizin. Wenn man herausfinden möchte, ob ein Medikament funktioniert, dann macht man Kontrollgruppen, die man nach Zufallsprinzip einteilt, von Leuten, die man natürlich vorher gefragt hat, ob sie an dem Test teilnehmen wollen, und verteilt dann das Medikament an manche Gruppen und an andere nicht und schaut, ob das Medikament etwas hilft. Und genauso kann man vorgehen auch in der Entwicklungshilfe. Also zum Beispiel wurde das gemacht in Bezug auf Schule, Bildungsproblematik, dass man versucht hat zu schauen, was hilft eigentlich dazu beizutragen, dass die Kinder mehr in die Schule gehen, weil es ist ein großes Problem in Entwicklungsländern, dass auch wenn Schulen existieren, die Kinder nicht rangehen. Und dann kann man Studien machen mit kontrollierten Gruppen und überprüfen, gehen die Leute mehr, wenn man zum Beispiel Schuluniformen finanziert, oder gehen sie mehr, wenn man zusätzliches Schulmaterial zur Verfügung stellt, gehen sie mehr, wenn man zusätzliche Lehrpersonen anstellt. Und das kann man ziemlich wissenschaftlich untersuchen, und dabei rauskommt dann, dass all diese Methoden, die ich jetzt genannt habe, ein bisschen was bringen, aber gar nicht so viel, und dass zum Beispiel Entwurmung unglaublich effektiv ist. Also wenn man für wenig Geld die Kinder impft gegen Würmer, führt das dazu, dass sie weniger an Würmer leiden und dass sie unglaublich viel mehr. Das ist ja auch eine der Organisationen, die extrem promotet werden von dieser Organisation. Entwurmung von Kindern scheint unglaublich viel zu bringen für sozusagen das Bildungsniveau dann in den entsprechenden Ländern. Ich möchte an dieser Stelle eine Frage eines Zuschauers einbringen, die uns vorab zugestellt worden ist, weil das, glaube ich, noch ein Stück weit das noch verstärkt, was Sie gemeint haben, Herr Liesmann. Mario Stübi aus Luzern fragt das Folgende. Provokant gefragt, was ist effektiver? Rettung eines Lebens vor unmittelbarem Hungertod oder Verbesserung eines nicht unmittelbar gefährdeten Lebens hinsichtlich Wohnsituation, Bildung, Schutz vor Gewalt? Das ist ja jetzt ein Vergleich, gar nicht so sehr die Empirie betrifft, sondern eigentlich eine normative Frage. Genau, das ist eine normative Frage. Das ist auch eine schwierige Frage, selbstverständlich die Frage quasi Quantität gegen Qualität. Ich glaube, und die allermeisten effektiven Altruisten würden da wahrscheinlich zustimmen, man muss beides abwägen. Also es geht um Lebensqualität natürlich, aber auch um Lebensdauer, um Quantität. Es gibt in der Ökonomik durchaus Methoden, wie man das machen kann. Aber ich möchte auch sagen, es sind oft auch Detailfragen, jetzt genau dieses Abwägen zwischen ein bisschen länger leben oder ein bisschen mehr an einer Krankheit leiden. Weil oft geht es wirklich darum, verbessere ich das Leben eines Menschen hier ein wenig oder rette ich Hunderte von Menschenleben anderswo? Und dann in solchen Situationen würde ich schon sagen, dass wir sagen können, was jetzt effektiver ist. Ja, und ich glaube, ich meine, vielleicht muss man noch mal grundsätzlicher ansetzen. Es gibt sozusagen im Detail sehr viele Diskussionen, was ist effektiver und wie sollten wir uns verhalten. Aber der Grundskandal, an dem sich diese Leute aufhängen, und da haben sie einfach recht, ist, dass wir in einer Welt, in der wir leben, so viele Menschen an Hunger sterben und an vermeidbaren Krankheiten, und dass wir dafür keine Lösung gefunden haben. Und da ein großes Beispiel, was die effektiven Altruisten ja auch immer vertreten, ist diese Moskitonetze, die unglaublich effizient sind darin, Malaria zu bekämpfen. Und die sind auch sehr billig zu verteilen. Und dass wir sozusagen in unserer entwickelten und reichen Welt keine Methode gefunden haben, große Bevölkerungsschichten vor dem Tod an Hunger oder vermeidbaren Krankheiten zu retten, das ist ein Skandal. Und natürlich kann man sagen, man darf sich darauf nicht allein konzentrieren, man muss auch auf Lebensqualität, auf Bildung, auf soziale Aufstiegschancen, auf politische Veränderung drängen, das ist alles richtig. Aber dass man grundsätzlich mal diesen Skandal sieht und auch sagt, da müssen wir in den reichen Ländern einfach
meinetwegen ein Zehntel oder was immer unseres Einkommens drangeben, dass dieser Skandal mal aus der Welt verschwindet. Das ist etwas, was ich nicht nur rational argumentieren kann, sondern auch ganz emotional richtig aber finde. Warum läuft das Ganze so, dass es haben einige Leute uns auch geschrieben, gesagt haben, jetzt redet ihr wieder, immer wird gelabert, bös gesagt, über das Problem der Weltarmut. Wir unterhalten uns hier schön. Herr Riedner geht nach Hause und spendet weiterhin 10%. Wir machen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Vielleicht spenden wir dann auch 10%. Das wäre ja der Witz. Und ich finde schon, je mehr man sich mit dieser Bewegung auseinandersetzt, desto mehr sieht man eigentlich nicht mehr ein, warum man das nicht tun sollte. Also mir zumindest persönlich geht es so, und ich kenne es auch wirklich von anderen Leuten. Also wenn man mal ein bisschen da reinliest, einmal einen Vortrag von William MacAskill sich anschaut, dann denkt man wirklich, warum macht man das nicht? Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt schon einige Gründe. Bitte. Das eine ist, was ich vorhin schon sagte, wer es tun will, soll es tun. Was anderes ist es, das gleichsam zur Pflicht zu erklären. Also da können wir vielleicht noch später darüber diskutieren. Aber was mich gestört hat, sowohl bei der Lektüre als auch jetzt, wie Sie das angedeutet haben, ist, versetzen wir uns als effektive Altruisten nicht in eine unglaubliche, ich sage es mal etwas blasphemisch, gottähnliche Position. Ich entscheide durch meinen Beitrag, durch meine Spende, die ja effizient eingesetzt werden wird, nach einem letztlich dann doch utilitaristisch-ökonomischen Kalkül, du sollst leben und du nicht. Oder du sollst am Leben bleiben und du sollst schauen, wie du weiterkommst. Denn wir können nicht. Ja? Auch wenn wir jetzt alle effektiv Altruisten werden würden, können wir sozusagen die Welt nicht retten. Und das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, also das ist so, bis zu einem gewissen Grad ist das für mich eine anmaßende Position. Gespendet wird, was ich auch tue, sondern die Anmaßung besteht gerade in dieser vermeintlichen Rationalität, die dahinter stecken scheint, die ich nicht teile. Aber die Tragik ist doch, dass wir einfach entscheiden müssen. Also die Probleme sind so groß, dass wir mit unseren gegebenen Ressourcen eben nicht alle Probleme lösen können, nicht alle Menschen retten können. Das heißt, wir müssen die Entscheidung treffen. Ja, und setzen wir uns hier ein oder setzen wir uns da ein? Und das muss, deswegen sprach ich vorhin von meiner Sentimentalität. Aber ich glaube, das machen wir durchaus in ganz, ganz vielen Kontexten. Also zum Beispiel, Verkehrspolitik. Wenn ich zwei Verkehrsknotenpunkte habe, wo es immer wieder zu Unfällen kommt, aber im einen Knotenpunkt kommt es zu 10 tödlichen Unfällen pro Jahr, im anderen Knotenpunkt kommt es alle 5 Jahre zu einem tödlichen Unfall und ich muss mich entscheiden, wo setze ich unsere Ressourcen ein. Das ist ja selbstverständlich. Das ist das klassische ärztliche Prinzip der Triage. Und ich meine, das kann man eine Anmaßung nennen, aber es ist schlecht und einfach, was ein Arzt jeden Tag tut. Also beziehungsweise ein Arzt in einer Krisensituation muss sozusagen entscheiden, welchem Patienten muss zuerst geholfen werden. Beim Verkehrsknotenpunkt und ich glaube auch bei all den Problemen dieser Welt. Und natürlich kann man darüber sehr viel diskutieren, welches Problem wie und dringlich ist. Aber und ein Problem der Rationalisten ist ja sozusagen, dass sie es rational diskutieren wollen. Aber ich glaube, rein emotional kann man auch gewisse, selbst auf einer emotionalen Ebene, gewisse Probleme als so basal ansehen. Ist ein Punkt nicht einfach derjenige, dass man den Eindruck kriegt, es hat ein bisschen was Herzloses, auch wenn man grundsätzlich das Ganze vernünftig versteht. Sie bringen ja in einem Interview mit SRF Kultur, das vorgängig geführt worden ist, das Beispiel, dass Sie sagen, wenn man einen blinden Hund ausbilden lässt in der Schweiz, kostet das ungefähr 50.000 Franken. Mit dem gleichen Geld könnte man 500 Kinder oder Menschen vor dem Erblinden retten. Jetzt denke ich natürlich sofort, ja, wenn ich doch Blinde in der Schweiz sehe, möchte ich doch, dass sie einen blinden Hund haben. Und es ist doch nicht verkehrt, wenn ich einen blinden Hund finanziere, sagen wir mal für mein Nachbarsmädchen, dass ich keinen blinden Hund leisten kann. Da kriege ich so den Eindruck, helfen hat doch viel damit zu tun, unmittelbar berührt zu sein. Also ich halte das tatsächlich für ein großes moralisches Problem. Ich glaube, ein Problem besteht einfach darin, dass wir diese Personen halt nicht sehen, die da täglich sterben. Wir kennen die Statistiken, wir kennen die Zahlen, wie viele Leute da leiden an Krankheiten, wie viele sterben. Aber es ist halt alles so weit weg, es sind nur Zahlen und wir sehen das nicht. Und ich halte es ehrlich gesagt, die rein geografische Distanz, dass das nun mal nicht hier passiert und vor meinen Augen passiert, moralisch gesehen für nicht besonders relevant. Und ich versuche dann, mir das vorzustellen und da mitzufühlen. Was bedeutet es, dass so viele Leute da sterben? Und ich glaube, wenn ich versuche, mir das vorzustellen, dann hat es durchaus
auch was mit Empathie und mit Gefühl zu tun. Und dann muss ich sagen, na, wenn die hier wären und ich würde das sehen, wie all diese Menschen sterben, dann wäre es keine Frage, ob an ich dieser, das tue, an dieser das. Stelle brauchen wir Peter Singer, glaube ich. Peter Singer hat auch ein Buch geschrieben über den effektiven Altruismus, aber er hat auch das berühmte Teichbeispiel entworfen, in dem es gerade darum geht. Das Beispiel ist schon uralt, von 1972 in seinem ersten großen Aufsatz zum Thema Weltarmut. Und dieses Teichbeispiel haben wir auch animiert im Rahmen der SRF-Reihe Philosophix zu philosophischen Gedankenexperimenten. Schauen wir uns dieses Teichbeispiel kurz an. Heute bist du eine berühmte Professorin. Du hast dich zurechtgemacht. Neuer Designeranzug. Neue Lackschuhe. In 15 Minuten beginnt deine Vorlesung. Auf dem Weg zum Vorlesungssaal kommst du an einem Teich vorbei. Doch was ist das? Ohne zu überlegen, springst du in den Teich und rettest das Kind. Anzug und Schuhe sind ruiniert. Die Vorlesung ist im Eimer. Doch dir ist vollkommen klar, du hast das einzig Richtige getan. Das Leben des Kindes wiegt den Anzug, die Schuhe und eine erfolgreiche Vorlesung bei weitem auf. Nach deiner Rettungsaktion kommst du nach Hause und findest im Briefkasten Post von einer Entwicklungsorganisation. Sie ruft dazu auf, für die hungernden Kinder in Nigeria zu spenden. Mit 10 Franken sicherst du die Ernährung eines Kindes für einen ganzen Monat. Ansonsten würde der Junge sterben. Spendest du? Wenn nicht, weshalb springst du in den Teich und opferst teure Markenkleider für das Leben eines Kindes? Spendest aber keine 10 Franken für ein Kind in Afrika? Das ist doch nicht das Gleiche, sagst du. Warum eigentlich nicht? Herr Liesmann, ist es das Gleiche? Das ist ein berühmtes Beispiel und wir diskutieren jetzt fast 4 Jahrzehnte über dieses Beispiel. Ich vertrete eher die Position, es ist nicht das Gleiche. Und zwar aus 2 Gründen. Das eine ist, was mich sozusagen an diesem unmittelbaren Hilfsakt und deren Analyse und Bewertung hier bei diesem Teichbeispiel etwas stört, ist, dass er sofort wieder auf die Frage einer Güterabwägung reduziert wird. Ja, also Lackschuhe gegen das Leben eines Kindes. Ich glaube, das ist das falsche Argument. Darum geht es gar nicht. Sondern es geht um das Leben des Kindes. Und ich kann nicht sagen, also wenn es eine Güterabwägung ist, sage ich Lackschuhe, okay, das Leben des Kindes ist wichtiger. Anzug, das Leben des Kindes ist wichtiger. Aber wann sind die Güter für mich so wichtig? Ja, wenn zum Beispiel die 5.000 Franken, die ich dann spenden könnte, jetzt durch diesen Hilfseinsatz vernichtet werden würden, dann ist ein Leben des Kindes, aber mit 5.000 Franken kann ich ja bekanntlich, wie das Beispiel zeigt, so und so viele Kinder in Afrika retten, da dürfte er dann nicht mehr reinspringen. Also das ist für mich schief. Ja? Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt im Gegensatz zu Ihnen, denke ich sehr wohl, dass Distanz, sowohl räumliche Distanz als auch emotionale Distanz, eine moralische Kategorie ist. Ja? Das heißt also, wir dürfen nicht denselben Fehler verfallen, wie die sozusagen bestimmte Ökonomen ihn gemacht haben, den Menschen gleichsam als rationalen Homo economicus zu konstruieren und jetzt als genauso rationalen Homo ethicus zu konstruieren, für den gleichsam jedes Menschenleben gleich viel wert ist, egal wo es ist, in welcher Beziehung man zu ihm ist und dergleichen mehr. So funktionieren, so leben Menschen einfach nicht. Ja? Und deswegen denke ich, dass auch wenn man jetzt prinzipiell glaubt, dass es richtig ist, hier zu helfen, hier zu spenden, auch dort, wo man jetzt keine unmittelbare Beziehung hat, bedarf es mehr als so einer rationalen Überlegung. Vielleicht noch ein Punkt. Der Obwohl er schon ganz ungeduldig ist. Ach so, ja, okay, dann kann man das ja verschieben. Ja. Möchten Sie noch ein bisschen Kaffee? Danke. Ich glaube, ich bin schon munter genug. Darf ich ganz kurz etwas einwerfen? Also, klar. Arnold Gehlen sagt es schon, der Mensch hat kein Organ für Fernethik. Es ist klar, natürlich ist es ein anderer Fall und ich glaube auch, das ist ein anderer Fall. Das eine ist Nothilfe und das andere ist Hilfe sozusagen, die nicht aus einem jetzt direkt uns vor Augen stehenden Notfall erwächst. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass der effektive Altruismus nicht unbedingt als eine Ideologie gesehen wird, der die ganze Welt unterliegen soll, sondern eher als so etwas wie ein Korrektiv. Effektiver Altruismus ist überhaupt nicht festgelegt irgendwie auf die These, ich muss jetzt als rational Handelnder
jedem Leben genau gleich viel moralisches Gewicht beimessen. Zum Beispiel meinen Kindern und Verwandten genau gleich viel wie irgendwelche. Es gibt schon, also gerade Peter Singer vertritt diese These, aber nicht alle effektiven Altruisten sehen das so. Ich persönlich weiß es auch nicht, aber ich glaube, das muss man auch schon gar nicht, weil also wir müssen es uns mal irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, wie unterschiedlich einfach die Zahlen sind. Also ob ich 100 Personen davon bewahre, blind zu werden, oder ob ich einer Person einen Blindenhund finanzieren kann, das sind einfach schon große Zahlen, die mich persönlich durchaus beeindrucken. Und auch wenn ich sage, ich habe vielleicht noch ein bisschen stärkere Verpflichtung den Leuten in meiner Nachbarschaft gegenüber, dass sie so, so viel stärker ist, das bezweifle ich einfach, weil die Zahlen sind enorm. Und vielleicht noch etwas zu diesen Gefühlen. Also es hat irgendwie auch einfach seit jeher die Aufgabe der Moralphilosophie darin bestanden, auch unsere Emotionen, unsere moralischen Emotionen kritisch zu reflektieren. Also wahrscheinlich gab es... Oder zu kultivieren. Oder zu kultivieren auf eine Weise. Ja. Also wahrscheinlich haben viele Leute es nicht als eklatante Ungerechtigkeit unmittelbar empfunden, dass manche Leute als Sklaven gehandelt wurden oder dass Frauen weniger Rechte hatten als Männer. Und immer hat die Aufgabe der Philosophie auch darin bestanden, unsere Gefühle zu kritisieren, zu reflektieren und zu kultivieren. Und ich stelle mir manchmal vor, ja, wenn die Leute in 100 Jahren zurückschauen auf unsere Zeit, in 200 Jahren, gibt es so etwas wie einen großen moralischen Skandal unserer Zeit, wie es vielleicht zu der Sklavenzeit der Skandal war. Und ich glaube, unser Verhältnis gegenüber den Armen könnte ein großer moralischer Skandal sein. Wir dürfen nicht zu leichtfertig da unseren Emotionen einfach vertrauen, glaube ich. Ich glaube, ich folge Ihnen ganz viel, aber ich möchte Herrn Liesmann doch in einem Punkt recht geben, dass ich, oder zumindest habe ich da auch, verstehe ich Herrn Liesmann sehr gut. Nämlich, dass Sie jetzt gesagt haben, naja, das ist mehr so ein Korrektiv. Aber gerade wenn man Singer liest, ist es natürlich nicht einfach ein Korrektiv, sondern das ist eine Moralbrille aufs Leben partout. Da gibt es ein Kapitel drin, darf man Kinder haben, eigene Kinder haben. Und er kommt zum Schluss, er beschreibt eine Frau, die er sehr bewundert, die heißt Julia. Und diese Frau entscheidet sich, keine Kinder zu haben, weil das ist ja irgendwie ökologisch gesehen eine Ressourcenverschwendung, außerdem auch Energie und Geld. Wenn schon, müsste man ein Kind adoptieren. Und dann wird die Frau unglaublich unglücklich und sie entscheidet sich dann doch, ein Kind zu haben, weil dann hat sie auch genügend Energie, dann doch genug Gutes zu tun. Aber es ist alles durch diese Brille betrachtet. Da muss ich sagen, ja. Also eigene Kinder haben, das darf man doch wohl noch, oder nein? Das darf man, das haben wir auch gemacht. Das ist okay. Und ich glaube, das, aber warum? Der Punkt, also, wenn, aber, Entschuldigung, das aber ich, da, genau. Wenn das, also hier ja, natürlich. Ein Kind großzuziehen, kostet so viel Geld. Ja, aber das dafür ist auch könnte man wahrscheinlich 1000 Kinder in der dritten Welt richtig. Ein wunderbares Leben ermöglichen. Wir sollten, ne? Was hier ein verzogenes Kind mitten in der Schweiz verbraucht. Ja? Ja. Also wenn ich so denke, dann sollte man konsequent sein. Und kommt das, genau, das ist eben genau, ich glaube, ich glaube, das ist etwas, was gerade diese Bewegung auch so interessant macht, dass sie eine gewisse Offenheit zulässt. Also Peter Singer ist ein Utilitarist. Der Utilitarismus ist die philosophische Position, dass man in jedem einzelnen Moment die Handlung tun sollte, die das Beste bewirkt. Und Peter Singer glaubt das. Aber der effektive Altruismus behauptet das nicht. Es gibt ganz viele effektive Altruisten, die auch zugeben, wir haben das Recht, bis zu einem gewissen Grad unser Leben zu leben. Und wir müssen nicht jede einzelne Entscheidung diesem Kriterium unterwerfen. Und ich glaube, wir wären vor eine falsche Alternative gestellt, wenn es hieße, entweder jede einzelne Lebensentscheidung unter dieses Effektivitätskriterium zu stellen oder gar nie nach Effektivitätskriterien zu leben. Also ich würde auch noch sagen, wenn ich effektiven Altruismus einen interessanten Ansatz finde, dann bedeutet das nicht, dass ich in eine Kirche eintrete, deren Pfarrer Peter Singer ist. Also das muss man klar sagen. Wir sind hier Philosophen. Soll und ich glaube, auch die ich glaube auch die Menschen, die nicht professionell Philosophie betreiben, der Witz an Philosophie oder an philosophischem Denken ist, dass man gute Gedanken kritisch prüft. Und ich finde, da sind sehr viele gute Gedanken drin. Es ist auch wirklich in diesem Kalkül richtig, dass wir keine eigenen Kinder haben sollten. Jetzt gibt es aber andere Gründe, die dafür sprechen, dass wir doch welche haben wollen. Und dann machen wir das auch. Das heißt, ich bin doch als Philosophin und auch als Nicht-Philosophin durchaus fähig, diese wirklich zum Teil sehr guten Ideen zu übernehmen, ohne jede einzelne Konsequenz oder ohne jede Position von Herrn Singer zu übernehmen. Also da habe ich überhaupt kein Problem damit, oder? Naja, es geht ja nicht nur
Es geht ja jetzt nicht nur um Geschmacksfragen. Ja, also philosophisch interessant wird ja so eine Theorie überhaupt erst dann, wenn es einen bestimmten Verbindlichkeitsanspruch hat. Nämlich sowohl, nämlich Verbindlichkeitsanspruch jetzt sowohl in theoretischer Hinsicht. Es ist ja nicht so, dass einfach gesagt wird, ihr habt eine gute Idee, schaut euch die an, vielleicht gefällt es euch nicht. So kann ich im Bereich der Kunst argumentieren, aber nicht im Bereich der Philosophie. Das heißt, es muss theoretisch konsistent sein, damit es argumentierbar ist. Und das Zweite ist natürlich, und bei Singer ist das ganz stark. Deswegen bewundere ich ihn auch, weil er wirklich konsequent ist. Er denkt das zu Ende. Bis zu einem gewissen Grad ist bei Singer das ganz stark. Wer sich nicht an diese Vorgaben des effektiven Altruismus hält, der führt nicht ein anderes Leben, sondern der führt ein moralisch falsches Leben. Und das ist eine ganz starke These, die aber konsequent ist. Denn Moral ist ja philosophisch gesehen nur dann wirklich interessant, wenn sie einen bestimmten Universalisierungsanspruch hat, also tatsächlich für alle gelten können soll. Ja? Da wird es für mich dann höchst problematisch, wenn man dann in solche erstens Widersprüche kommt und wenn ich dann höre, dass man trotzdem gnädigerweise zugestanden wird, bis zu einem gewissen Grad auch mein Leben führen zu können, da stellt sich intuitiv alles ich will mein Leben so führen, ohne dass mir ein effektiver Altruist den Grad vorschreibt, bis zu dem ich es führen kann. Ehrlich gesagt, was nichts dagegen spricht, dass ich hin und wieder, wie von vorhin gesagt, genauso spendenaktiv bin und übrigens keine Kinder habe. Also das muss man aber ja nicht so unbedingt aus Sorge um das ökologische Gleichgewicht dieser Erde. Aber da muss man ja, glaube ich, schon jetzt eben auch wieder Herrn Liesmann recht geben. Gemeint mit dem effektiven Altruismus ist ja nicht, wenn du helfen willst, also wenn du dir überlegst, deinen Spendenbrief jetzt positiv zu beantworten, dann tu es doch auch irgendwie möglichst effektiv. Sondern es ist ja schon verbunden mit einem Appell, möglichst viel Gutes zu tun. Die Frage ist, wie weit geht diese Maximierungsidee? Darf man auch noch die eigene Familie bevorzugen? Aber es gibt ganz klar diese Pflichtidee. Und genau, dagegen würde sich Herr Liesmann ja wehren. Also Sie sagen, es gibt eine Pflicht, wir haben eine Pflicht zu spenden? Ich persönlich oder der effektive Altruismus? Also ich glaube, wir müssen Sie ernst sind nehmen. Nicht der Anwalt der Bewegung. Genau. Also wir müssen ernst nehmen, auch eben, wie Sie gerade gesagt haben, es ist eine Bewegung, es ist keine Philosophie, es ist eine soziale Bewegung, die auch keine bis ins letzte Detail ausgearbeitete Philosophie hat, wie das Philosophen wie Peter Singer haben. Und ich glaube, das ist auch das Interessante. Ja, aber auch philosophisch gesehen, haben wir eine Pflicht? Ich möchte noch etwas sagen, nämlich für die Bewegung selber spielt der Pflichtbegriff auch keine so wichtige Rolle. Also Sie gehen nicht rum und erzählen den Leuten, ihr habt hier eine Pflicht und ihr müsst das spenden, sondern, und das war auch in meinem Fall so, wie die allermeisten Leute zu dieser Bewegung kommen, ist, dass sie zunächst einmal einfach sehen, wie unglaublich viel wir tun können, wenn wir es auf effektive Weise tun, einerseits, und wie wenig es uns eigentlich kostet. Also, dass man ein wunderbares, ein sehr, sehr zufriedenes Leben führen kann, auch wenn man sich engagiert. Und da muss man den Pflichtbegriff noch gar nicht so sehr. Ja, aber wenn Sie jetzt in Ihrem Umfeld Leute haben, die sagen, weißt du was, interessiert mich alles überhaupt nicht, nützt im Übrigen auch nichts, darüber könnten wir nachher noch sprechen, ist es eigentlich überhaupt die richtige Art und Weise, Gutes zu tun? Aber einfach jemand, der sagt, interessiert mich alles nicht, geht mich auch nichts an. Ich meine, die eine Frage ist, machen Sie der Person einen Vorwurf? Das ist vielleicht auch eine Frage der Höflichkeit, aber die andere Frage ist, wie denken Sie darüber? Denken Sie nicht, diese Person begeht einen moralischen Fehler? Also es kommt jetzt darauf an, was das für eine Person ist, aber ich würde schon sagen wollen, ich würde auch sagen wollen, wir haben durchaus bestimmte Pflichten. Ich glaube, unser Reichtum stellt uns bis zu einem gewissen Grad zumindest unter eine Pflicht. Also ich habe jetzt als Vorbereitung für diese Sendung zum Beispiel nachgeschaut, was Uhren kosten von berühmten Schweizer Uhrmarken, die man an der Bahnhofstraße kaufen kann. Und da gibt es einfach sehr, sehr schnell Uhren für 5, 10, 15.000 Franken und die gehen bis in sechsstellige Bereiche. Und irgendwie, ich weiß nicht, das scheint mir einfach auf eine Weise ein Skandal zu sein, wenn man bedenkt, dass man für 3.500 Franken ein Menschenleben retten könnte. Und ich würde sagen, gewisse Pflichten, auf unseren Luxus zu verzichten, haben wir durchaus. Wie weit die gehen, ja, finde ich schwierig. Frau Newmark. Ich glaube, ich muss jetzt doch irgendwie einen gewissen Dissens anmelden mit Ihnen beiden, auch sowohl was den Ethikbegriff als auch den Philosophiebegriff betrifft. Also weil es ist klar, dass natürlich eine Philosophie oder eine Ethik intern den Anspruch haben mag, eine Verpflichtung für alle herzustellen, sozusagen so kohärent zu sein, dass es für die Menschheit als Ganze gelten kann. Jetzt möchte ich einfach darauf verweisen, dass die Philosophie in den letzten 5.000 oder 3.000 Jahren oder wie immer man das ansetzen mag, nicht so wahnsinnig viel dazu beigetragen hat, die Menschheit in ihre Richtung zu lenken. Also Philosophie ist in diesem Sinne nicht das, was die Menschen anleitet in ihrem Handeln. Das heißt,
eine Ethik, also die Philosophen mögen sich gerne vorstellen, dass das, was sie tun, dann eine Handlungsanweisung für Menschen ist, ist es aber praktisch, im praktischen Falle nie. Und darum muss man mit Philosophie, glaube ich, auch anders umgehen. Also das eine ist, sich zu freuen über ein ethisch kohärentes System, wo es dann wirklich so ist, dass die Maßgaben und die Hilfspflichten, die man darin aufstellt, für alle gelten könnten und auch von allen akzeptiert würden. Das andere ist, sich in der realen Welt umzuschauen und zu gucken, was kann die Philosophie darin leisten. Und das, finde ich, ist eine wirklich ganz andere Sache. Und da finde ich eben den effektiven Altruismus interessant, weil es A, Philosophen sind, die in der wirklichen Welt etwas bewegen, indem sie nämlich wirklich Organisationen gründen und ganz konkret diese Studien machen, welche Spendenformen helfen. Das kann mir dann, finde ich, eine pragmatische Hilfestellung. Und dann ist es eben so, dass man dann nicht unbedingt einer philosophisch kohärenten Idee folgen muss, sondern hier wird einfach eine philosophisch auch rational argumentierte sozusagen Denkhilfe angeboten, mit der ich meinem Selbstverhältnis und in meinem Weltverhältnis etwas eine Richtung geben kann. Und erstmal so wie ganz, also nicht sozusagen an dem philosophischen Gradmesser dessen, ist das kohärent und könnte das für alle Menschen gelten, sondern nur kann das uns ein Wegweiser sein, wie wir besser helfen, besser spenden, wie wir jetzt mit diesen Briefen umgehen. Vielleicht einfach nur ganz kurz, weil Sie mich jetzt auch konkret angesprochen haben. Ich glaube, ich würde durchaus sagen, natürlich glaube ich, wir haben eine Pflicht. Übrigens findet man die auch bei Kant. Die ist jetzt nicht nur im Utilitarismus verankert. Nur, ich habe große Probleme mit dieser Maximierungsidee und würde, glaube ich, einfach Herrn Liesmann folgen, dass, wenn man so zu argumentieren beginnt, ist es für mich nicht so klar, wie man diese Maximierungsidee unterbinden kann. Aber mal ganz abgesehen davon, finde ich, gibt es einfach noch diese Schwierigkeiten, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, nämlich Systemkritik versus Spenden. Also dieser ganze Vorwurf, dass man sagt, naja, diese ganze Spenderei wird natürlich auch ein System aufrechterhalten, von dem wir uns eigentlich distanzieren sollten. Es gibt neue Untersuchungen, beispielsweise von der UNO, die besagen, dass doppelt so viel Geld aus Afrika rausfließt in Steueroasen und dergleichen in Welthandelsproblematik aufgefressen wird, als Gelder, die aus offizieller Entwicklungshilfe investiert werden. Und da muss man sich doch fragen, will man dieses System wirklich aufrechterhalten? Ja, also ich meine, das ist, wollte ich früher schon anmerken, das ist sicher ganz ein großes Problem. Und es ist auch kein neues Problem. Es ist ja nicht so, dass die Weltarmut erst heute entdeckt wird, sondern die gibt es schon sehr lange. Die war übrigens vor 15, 20 Jahren größer als heute. Und wenn da etwas geändert hat, daran dann sicher nicht dieses Spendenaufkommen, nicht in erster Linie dieses Spendenaufkommen. Der Welthunger, ja, also wenn man hier in der Schweiz Jean Ziegler zu zitieren, hieße Eulen nach Athen tragen, aber dass es ein Hunger eher ein Systemproblem ist, ja, wie Nahrungsmittelwirtschaft funktioniert, wie Spekulation mit Nahrungsmitteln funktioniert und nicht die Frage, ob jetzt dort mehr oder weniger 1000 Franken hingeschickt werden, nicht hingeschickt werden, das kann man nicht einfach ausklammern. Mir scheint es überhaupt ein bisschen philosophisch naiv zu sein, ehrlich gesagt. Das Ganze unter dieser, ich meine, das ist schon sozusagen unsere, ich sage mal, geldzentristische Weltsicht. Wir sehen irgendwo ein Problem. Wir haben irgendeinen Ökonomen, der uns sagt, um dieses Problem zu lösen, bräuchte man so und so viel Geld. Und das legen wir daran um. Wenn es wirklich das ginge, wenn es wirklich darum ginge, ja, dann genügte es, ja, dann genügte es, die 60 Menschen, die 2/3 des Geldvermögens dieser Erde besitzen, vom effektiven Altruismus zu überzeugen oder nur 30 davon zu überzeugen und wir hätten alle Probleme der Welt gelöst. Auch wenn die das alles spenden würden, würden wir zurückzucken nach ein paar Jahren und würden feststellen, wir haben überhaupt kein Problem der Welt gelöst. Das heißt also, da geht mir einfach die Analyse in das, was jetzt Ökonomie, was soziales Leben, was Politik, was Erwartungen, was Hoffnungen, Ängste, Konflikte und dergleichen mehr betrifft, viel zu wenig tief. Da waren wir bei einer kritischen Gesellschaftstheorie und Gesellschaftsanalyse, die gerade diese Frage individuelle Hilfe versus Systemkritik mal gestellt hat, waren wir eigentlich schon mal weiter. Das halte ich eher auch für einen Rückschritt. Also ich möchte sagen, also es wurde zum Beispiel in dem Beitrag in der Einspielung über effektive Altruisten so dargestellt, im effektiven Altruismus geht es darum, möglichst hohe Summen zu spenden. Und das ist natürlich überhaupt nicht die Grundidee, sondern die Grundidee ist genau die, wir müssen ganz genau schauen, welche Form des Engagements bewirkt am meisten. Und wenn es sich herausstellt, wenn man zeigen kann oder argumentieren kann, dass politisches Engagement
viel, viel mehr bewirkt, auch längerfristig, dann wären die effektiven Altruisten die allerersten, die da umschwenken. Also es ist historisch das habe gesehen, ich jetzt noch nicht gelesen. Historisch gesehen hat die Bewegung viel gearbeitet zu Armut, aber der Grundgedanke ist natürlich überhaupt nicht Spenden oder auch nicht überhaupt globale Armut, sondern einfach Gutes tun, was auch immer sich aber in der Boston Review hat ein anderer Philosoph, Rob Reich, hat die Bewegung kritisiert und gesagt, mag sein, das sagen die effektiven Altruisten immer, wenn es dann mehr helfen würde, wären wir auch politisch aktiv. Tatsächlich kommen aber Begriffe wie Machtverhältnisse, politische Institutionen und so weiter in diesen Büchern eigentlich praktisch nicht vor. Und er geht so weit, dass er sagt, Demokratie an sich hat keine Bedeutung für die effektiven Altruisten, sondern wenn sie das politische System ersetzen könnten durch eine Technokratie, also am Ruder wären dann Philosophen nicht à la Platon, sondern Technokraten, die ausrechnen können, wie erreichen wir das Beste, dann müssten wir die Welt von solchen Technokraten regieren lassen und nicht demokratisch. Hat er da nicht recht? Ich glaube, er hat sicher ein bisschen recht. Das sozusagen soziologisch gesehen hat die Bewegung sich bisher sehr, sehr stark konzentriert auf Armut und auf Spenden, unter anderem einfach deswegen, weil es hierzu die meiste Forschung gibt, weil es da leichter ist, solche Vergleiche anzustellen, was bewirkt wie viel. Aber ich glaube, er hat da durchaus recht. Die Bewegung selber hat ihren eigenen Maximen bisher noch nicht Genüge getan. Aber wir müssen auch sagen, es ist eine junge Bewegung. Also ungefähr 2011 wurde die gegründet, in 5 Jahren unglaublich gewachsen. Und sie hat auch noch sehr, sehr viel Potenzial. Und ich halte das für einen der wichtigsten Punkte, auch für die Bewegung selber, da noch differenzierter zu werden. Also ich meine, ich würde diesem Punkt mit der Systemkritik der mangelnden oder sozusagen nicht im Zentrum stehenden durchaus recht geben. Insofern ist das, was hier propagiert wird, natürlich diesem Teichbeispiel verwandt. Es geht immer um Nothilfe. Also obwohl wir jetzt sozusagen philosophisch unterscheiden können zwischen Nothilfe und Hilfe sozusagen in andere Länder, also zwischen diesem aktuellen akuten Fall und anderen Fällen, ist doch sozusagen die Hauptbaustelle des effektiven Altruismus ist doch immer das Retten von Menschenleben sozusagen. Das stimmt die de facto Welt, nicht. Also die Welt, sie machen sich zum Beispiel viele Gedanken über Probleme und Gefahren von künstlicher Intelligenz und denken, das könnte eine sehr, sehr effektive Form des Engagements sein, Risiken von künstlicher Intelligenz zu erforschen. Aber was, okay, das ist noch mal was anderes. Und aber ganz, ganz viele Aspekte. Also die aber diese klassische auch um die Tiere. Es geht auch um Tiere, genau. Aber lassen wir diese Aspekte, lassen wir Frau Neumark mal kurz. Also die Migrationspolitik, da gebe ich Ihnen recht, da gibt es tatsächlich sozusagen Ansätze auch, dass man da wirklich sich Gedanken dazu macht, weil also eine offenere Welt wäre tatsächlich auch eine gerechtere Welt. Aber dieses klassische Sozialkritik und dass man tatsächlich systematisch die Verhältnisse verändern müsse, das steht nicht im Fokus, weil das natürlich auch, also da kann ich nicht einfach irgendwo schnell 10.000 Franken hinspenden und das wirkt dann etwas. Also das ist natürlich sehr viel komplizierter. Also ich glaube, darauf haben die auch wirklich keine Antwort. Und da gibt es doch dann auch gewisse Kritik, die geübt wird, ja, von der man sagen kann, versteht man dann auch, nämlich der Vorwurf der Doppelmoral. Dass man sagt, William McCaskill plädiert dafür, an gewissen Stellen in Interviews zum Beispiel, lieber ein Billigprodukt zu kaufen und nicht das Fairtrade- oder Bioprodukt, weil er sagt, unter Umständen kann man mit der Differenz, weil das ja so viel günstiger ist, das Billigprodukt, kann man mehr bewirken. Man kann dieses Geld nämlich spenden und dann wird im Endeffekt mehr Gutes dabei rauskommen. Aber da hat man doch den Eindruck einer Doppelmoral. Man hat den Eindruck, na ja, das ist so ein bisschen, man unterstützt weiterhin einen unfairen Handel beispielsweise und gibt sich dann großzügig und spendet wieder. Naja, also ich finde, es ist wichtig, dass wir auch über diese Institutionen, Fairtrade, dass wir da kritisch nachdenken. Ich weiß nicht, ob all diese Zahlen stimmen, das ist auch unter effektiven Altruisten sehr, sehr umstritten, ob dieses Argument funktioniert, aber McCaskill sagt, zum Beispiel Fairtrade-Institutionen sind oft nicht in den allerärmsten Ländern, weil sich dort die Menschen diese Standards nicht leisten können. Und deswegen, wenn wir diese Produkte kaufen, unterstützen wir nicht die allerärmsten. Und es ist auch einfach sehr, sehr schwer heutzutage, nicht Teil und irgendwie Komplize eines ungerechten Systems zu sein. Weil praktisch alles, was wir hier... Dass man gerade dadurch, dass man es nicht kauft, um anderen zu helfen, dann die noch nicht zu den Allerärmsten gehören, über kurz oder lang zu den Allerärmsten gehören werden. Ja? Weil dann der Fairtrade-Handel zusammenbräche, wenn jeder sich nach dieser Maxime verhalten würde. Und die einzige Art und Weise, vielleicht nicht Teil eines ungerechten Lohnsystems zu sein, ist, Produkte zu kaufen, die hier in der Schweiz produziert werden, zu fairem Lohn. Aber dann sind die einfach sehr, sehr teuer. Und McCaskill argumentiert, dass damit den Leuten, zum Beispiel, die in Sweatshops arbeiten,
tragischerweise auch nicht geholfen wird, weil dann diese Firmen schließen müssen, diese Produktionsstätten in Entwicklungsländer schließen. Was ist mit dem Klimawandel? Sie müssen alle diese Kleider dann hierher transportieren, respektive die Baumwolle ins Land X und das, den Stoff ins nächste Land zu nähen. Man muss sich die Zahlen anschauen. Es gibt auch Statistiken dazu, dass zum Beispiel Transport eigentlich einen relativ kleinen Anteil ausmacht des ökologischen Fußabdrucks von Produkten. Aber ja, ich möchte nur sagen, wir müssen diese Arbeit leisten, wir müssen kritisch bleiben, auch diesen Ideen gegenüber, die zunächst einmal gut klingen, und uns fragen, hilft Fairtrade denn de facto das, was es uns versprochen hat? Ich weiß nicht, ob diese Zahlen stimmen, aber es ist ein interessantes Argument. An dem Punkt muss ich noch auf ein anderes Beispiel ganz kurz zu sprechen kommen, ja, wo ich auch irgendwie das Problem habe, wie wird hier tatsächlich gemessen, nämlich nicht nur jetzt Fairtrade gegenüber, was kann ich, wenn ich billigere Produkte kaufe, dann retten, sondern es gibt auch nur dieses Beispiel, was ist es eigentlich für eine Verschwendung, zum Beispiel Kunst und Kultur zu unterstützen. Wer braucht wirklich diese Konzerthäuser, diese Opernhäuser? Man denke sich an Hamburg, die jetzt ein wunderbares Konzerthaus gebaut haben, die Kosten x-mal überzogen haben. Jetzt ist es endlich fertig geworden. Wie viele Menschenleben hätte man für dieses Geld retten können? Und jetzt hat halt das Hamburger Bürgertum die Möglichkeit, sich dort hin und wieder ein Beethoven oder Solzen-Schönberg sein reinzuziehen. Ja? Wenn ich so anfange zu denken, denke ich, ist das auf der einen Seite wirklich der Tod jeder Kultur, und auf der anderen Seite ist aber wirklich ein echtes Problem damit benannt, das man auch philosophisch bearbeiten muss, nämlich das Problem, dass bestimmte Formen von Kultur, und da gehört jetzt nicht nur das Konzerthaus oder die Oper dazu, sondern vielleicht auch die Schweizer Luxusuhr, dass bestimmte Formen von Kultur, damit sie überhaupt sich entwickeln können, ungerechte Verhältnisse zur Voraussetzung haben. Nietzsche hat das ganz klar formuliert. Ja? Die Barbarei, die Unmenschlichkeit ist bis zu einem gewissen Grad der Nährboden von Kultur. Weil der Benjamin hat mal gesagt, jede Kulturleistung ist eine abgedungene Untat. Ja? Und ich weiß jetzt nicht, ja, da könnten wir jetzt wieder so ein bisschen Leibniz hereinspielen, ich weiß jetzt nicht, ob eine Welt, die nach diesen altruistisch-ökonomischen Quantifizierungskriterien funktionierte, wirklich eine bessere Welt wäre in einem emphatischen Sinn. Und da komme ich noch einmal zu meinem Eingangsbemerkung. Als subjektive Haltung, ja, ist das höchst respektabel. Ob das wirklich ein Programm zur Weltverbesserung ist, das war ja der Ausgangspunkt unserer Fragestellung, das wird man immer zweifelhafter, je länger wir diskutieren. Ich würde das ungern, also ja, Kulturleistungen. Kulturleistungen wurden früher auch geschaffen, wo das Elend noch tatsächlich vor unserer Tür war. Ja. Und trotzdem hat man tolle Konzerte geschaffen, obwohl man verhungernde Massen sozusagen in nächster Nähe gesehen hat. Mittlerweile sehen wir die nicht mehr. Also der Mensch ist offensichtlich fähig, wir sehen sie nicht mehr vor unserer Tür. Ja, ja, aber. Also wir haben sie nicht mehr so einen ganz direkten Kontakt. Der Mensch ist offensichtlich fähig, davon zu abstrahieren. Er ist fähig zu verdrängen. Das ist unser Grundprinzip als Menschen. Und natürlich baut unsere Kultur darauf auf. Ich würde trotzdem aus einer moralischen Sicht sagen, es wäre eine bessere Welt, die ein, zwei weniger Konzerthäuser hätte und etwas weniger Welthunger. Aber würden Sie so weit gehen wie Peter Singer, der ja den Musikproduzenten David Geffen öffentlich kritisiert hat, übrigens auch an diesem Sternstundentisch vor 1,5 Jahren habe ich mit ihm darüber diskutiert. David Geffen hat die Avery Fisher Hall im Lincoln Center in New York renovieren lassen, ich glaube für 100 Millionen Dollar. Und Peter Singer hat ihm natürlich gesagt, ist absolut falsch. Hätte man nicht tun sollen. Aber dieser rigide Anspruch, den ich höchst problematisch finde. Ja, aber wir müssen uns schon dieser Frage stellen. In diesem konkreten Fall, glaube ich, ging es darum, dass die Akustik dieser Konzerthalle sehr problematisch war. Und alle Dirigenten und Orchester... Ja, die Akustik ist... Es ist eine Katastrophe. Ja, ich weiß nicht. Ich schätze auch die Musik, aber der Umbau hat 500 Millionen Dollar gekostet und diese Privatperson David Geffen hat 100 Millionen Dollar gespendet. Wenn diese Zahlen stimmen, dass man damit 30.000 Menschen das Leben retten kann, dann finde ich das bedenkenswert, zu sagen, wir leisten uns hier die schöne Akustik und da sterben die Menschen. Also Gut, ich glaube, wir werden uns nicht einig. Wir sind kurz vor Weihnachten. Meine letzte Frage an Sie ist jetzt völlig klar, Herr Riedener. Sie werden Ihrer Frau keine teure Uhr schenken. Kriegt sie trotzdem ein Weihnachtsgeschenk oder wird gespendet? Also ich und meine Frau haben ausgemacht, dass wir uns zu Weihnachten nichts schenken. Aber ich schenke
sonst meinen Freunden und Verwandten auf jeden Fall etwas. Und meine Frau hat jetzt in den nächsten Tagen Geburtstag und da wird sie auch ein Geschenk von mir kriegen. Wie machen Sie es mit Ihren Kindern? Billigspielzeug und dafür Spenden? Oder gibt es das Öko-Super-Holzspielzeug? Aus diesem Alter sind sie schon fast auch wieder raus, muss man sagen. Aber tatsächlich hat in meiner Familie gibt es wirklich seit Jahren diese Abmachung. Es gibt keine Weihnachtsgeschenke, dafür spenden wir. Das finde ich eine, unter Erwachsenen eine wirklich sinnvolle Abmachung. Bei den Kindern kann man es natürlich nicht durchhalten. Die müssen etwas kriegen. Aber ich versuche es zumindest ansatzweise nützlich und jetzt nicht so in dem großen finanziellen Rahmen sein zu lassen. Und Sie hauen nietzscheanisch über die Stränge? Ja, ich habe bei solchen Diskussionen immer das Problem, dass ich mich hinterher ganz schlecht fühle, wenn man dann irgendwie, wenn man sozusagen diesen Konsens stört, irgendwie auch moralisch irgendwie nicht sehr gut dasteht. Also ich verschenke weder Ökospielzeug noch spende ich primär zu Weihnachten. Das mag eben ein sentimentaler Nebeneffekt sein. Aber wenn ich was verschenke, ja, dann schon Luxus. Ja. Und ich bin gespannt, was ich demnächst mache, wenn ich mich um Weihnachtsgeschenke bemühe. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese angeregte Diskussion. Danke, dass Sie hier waren. Danke. Ja, und unsere philosophische Tipprunde, die jeweils zum Stammtisch gehört, finden Sie auf unserer Website. Nächste Woche spitze ich ganz genau die Ohren. Ich spreche mit dem Stardirigenten Daniel Barenboim über die Kunst des Zuhörens. Eine Fähigkeit, die wir in dieser Zeit des lauten Geschwätzes und der schrillen Behauptungen gut ein bisschen trainieren können. Und jetzt gleich geht es hier weiter mit einem Kunstkrimi. Wir zeigen einen Film über einen Kunstfälscher, der seit Jahren gefälschte Bronzeskulpturen in den Kunstmarkt einschleust. Ein bisschen Schlitzohrigkeit nach der Moralpauke von heute kann vielleicht nicht schaden. Gute Unterhaltung also und einen schönen Sonntag.